Was für ein wunderbares Wort, Burkini. Der Begriff trägt schon den Widerspruch in sich. Burkini, ein Mischwort aus Burka und Bikini. Burka, eine Art Ganzkörperschleier, der den Körper der Frau verhüllt. Und der Bikini, der das genaue Gegenteil tut. Ein Kleidungsstück, das beides kann, verhüllen und enthüllen. Damit sollen die streng religiösen Muslime in Zukunft baden gehen. Dass jetzt die Leipziger Richter diesen Burkini den Schülerinnen für den Schwimmunterricht empfehlen, ist weise. Es ist gut, dass die Richter auf dem Erlernen des Schwimmens für alle bestehen. Denn in der westlichen Welt ist das Schwimmen können die Eintrittskarte in ein Freizeitverhalten, das sich häufig am Wasser abspielt, im Schwimmbad oder am Meer. Andererseits bedarf es des Respekts gegenüber religiösen Überzeugungen, zu denen bei strenggläubigen Muslima eben das Verhüllen des Körpers zählt. In vielen Punkten können Strenggläubige gegen den Strom schwimmen, nicht aber in allen wollen sie in dieser westlichen Welt zu Hause sein. Der Burkini steht für all die Kompromisse, die religiöse Menschen in dieser Welt machen, Moslems genauso wie Christen. Auch Christen können nicht handeln, ohne immer wieder Kompromisse mit der Botschaft Jesu zu machen, der Botschaft der Armut, der radikalen Friedfertigkeit oder der Nächstenliebe. Der Burkini steht dafür, dass der Gläubige in dieser Welt zurechtkommen und sündig werden muss. Wer das nicht wahrhaben will, der kann nur noch auf die Insel flüchten, und auch da wird er Kompromisse machen und schwimmen lernen.